Als erstes zum Parteivorstand. Wir haben im Parteivorstand Gesine Lötsch nochmal verabschiedet und ihr alles Gute gewünscht und ihre Arbeit gewürdigt. Der Vorstand hat Respekt für ihre Entscheidung bekundet und ihr ebenfalls alles Gute für ihre weitere berufliche und persönliche Zukunft gewünscht. Es war eine einhellige Haltung im Parteivorstand, dass wir uns jetzt auf die Wahlkämpfe konzentrieren und bei diesen Wahlkämpfen folgende Kernthemen bearbeiten werden. Die Kernthemen können wir zusammenfassen mit den Begriffen wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit. Unter dem Punkt wirtschaftliche Gerechtigkeit verstehen wir vor allen Dingen eine gerechte Verteilung des erwirtschafteten Reichtums. Wir treten ein für höhere Löhne, indem wir Lohnbremsen aus dem deutschen Arbeitsrecht rausnehmen wollen. Das ist eins unserer Kernthemen. Die Lohnbremsen, Sie kennen sie, Leiharbeit, befristete Beschäftigung, die werden wir jetzt auch in den weiteren Wochen bis zu den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehört natürlich auch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Bei dieser Punkt wird nach wie vor ein sehr großen Stellenwert haben. Sie wissen, wir haben sinkende Realeinkommen und steigende Abgaben, beziehungsweise sinkende Realeinkommen auch durch steigende Abgaben. Die Verteilung in diesem Lande stimmt nicht mehr. Während die einen immer mehr haben, haben die, die diesen Reichtum erarbeiten, immer weniger. Diesen Zustand akzeptieren wir nicht. Wir machen ihn zum Kernthema auch der nächsten Wochen. Zweitens, gerechte Steuerpolitik. Wir wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet werden. Deshalb schlagen wir vor, dass wir die Pendlerpauschale umwandeln in ein Pendlergeld. Das hätte den Vorteil, dass auch Menschen mit niedriger Steuerzahlung von einem solchen Pendlergeld profitieren würden. Sie müssten das ebenfalls erhalten, weil sie durch einen Abzug von der Steuer nicht den Vorteil erreichen, der ihnen eigentlich zukommen müsste. Sonst wären von der letztlichen Regelung der Pendlerpauschale nur die bevorzugt, die höhere Einkommen haben. Und im Übrigen sind wir für eine Erhöhung dann dieses Pendlergelds, um den Ausgleich für höhere Benzinpreise zu erreichen. Unsere Forderung Spitzensteuersatz anheben bleibt, genauso wie die Forderung nach höheren Unternehmensbesteuerungen. Das unter dem Punkt Gerechtigkeit. Ebenfalls zur Gerechtigkeit gehört die Frage des Schuldenabbaus. Was gegenwärtig die Bundesregierung plant und was letztendlich vorgegeben ist, durch die Schuldenbremse bedeutet, dass die Leistungen für die Bürger von Kommunen und Ländern in einer Weise eingeschränkt werden, dass es aus unserer Sicht unerträglich ist. Trotzdem sehen wir ebenfalls die Notwendigkeit, natürlich die Staatshaushalte in Ordnung zu bringen. Und deshalb schlagen wir vor, dass wir die Einnahmenseite des Staates verbessern. Wir wollen weniger Schulden des Staates durch Verbesserung der Einnahmen. Und deshalb bringen wir erneut ins Gespräch eine zeitlich befristete Vermögensabgabe, die gab es schon mal, 1952. Dort wurde im Rahmen des Lastenausgleichsgesetzes ebenfalls die Vermögenden herangezogen in einer besonderen Situation, die damals nach dem Krieg entstanden ist. Jetzt kann man natürlich die Lage nicht mit der Situation nach dem Krieg vergleichen, aber eins ist ebenfalls der Fall, dass wir eine absolute, ausufernde, ungleiche Verteilung von gesellschaftlichem Reichtum haben. Und dass die Staatshaushalte in dem Maße zusätzliche Probleme bekommen haben durch Verschuldung, wie auf der anderen Seite die Vermögen gestiegen sind. Und deshalb glauben wir, dass es wirklich sinnvoll ist, auch durch eine Vermögensabgabe nochmal dazu beizutragen, die Staatshaushalte wieder in Ordnung zu bringen. Und wir wollen für eine gerechte Bewältigung der Eurokrise sorgen. Das ist unser viertes Thema, das wir ansprechen wollen. Nämlich wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern in Europa ein klares Nein zu Lohnkürzung, ein Nein zur Rentenkürzung und ein Nein zu Sozialabbau für Europa postulieren und auf der anderen Seite unsere Forderung weiter in den Vordergrund stellen, eine direkte Finanzierung der Staaten über die EZB und nicht über das private Bankensystem. Es ist unerträglich, dass sich die Banken zu 1% bei der EZB verschulden und dass sie dieses Geld zu 3, 4, 5, teilweise war es ja zweistellig, zu hohen Prozentsätzen dann an die Länder weiterverleihen. Das versteht kein Mensch und das ist Unfug und dieses System gehört geändert. Deshalb wollen wir eine direkte Finanzierung über die EZB. Was die Frage des Personals angeht, kann ich nur vor Nervosität warnen und
Es ist vielleicht der Vorteil des Alters, dass man in diesen Fragen etwas ruhiger wird, und es bleibt dabei, dass wir uns erst den inhaltlichen Fragen und den Wahlkämpfen zuwenden und dann den Personalfragen, die ganz normal am Parteitag letztendlich unter selbstverständlich allen demokratischen Grundsätzen entschieden werden. Und ich sage als Kernsatz nochmal für diese Frage, wer der Partei helfen will, der macht jetzt Wahlkampf. Und dann haben wir auch die Chance für einen Erfolg. Zum zweiten Teil zur Einschränkung des Rederechts, das von der Mehrheit im Deutschen Bundestag, von den Fraktionen dort geplant ist. SPD, Union und FDP planen nicht weniger als einen Maulkorb für Abweichler im Deutschen Bundestag, für Abweichler in der jeweiligen Fraktionsmeinung. Aus meiner Sicht ist das mit dem Grundsatz des frei gewählten Abgeordneten, der nur seinem Gewissen verantwortlich ist und keinen Weisungen unterworfen ist, überhaupt nicht vereinbar. Und deshalb weise ich darauf hin, wenn es heißt, er ist nur seinem Gewissen verantwortlich, dann ist er auch nicht seiner Fraktion verantwortlich. Und deshalb können auch nicht Fraktionen letztendlich darüber entscheiden, ob abweichende Meinungen in der Fraktion im Deutschen Bundestag geäußert werden dürfen oder nicht. Das ist wirklich Humbug. Es würde dem Geist des Grundgesetzes widersprechen, und ich denke, dass, falls es Gesetz werden würde, es große Chancen hätte, dieses Gesetz vom Bundesverfassungsgericht wieder kassiert zu werden, und das wäre dann auch dringend notwendig. Der Deutsche Bundestag würde zum Kongress der Fraktionen werden, und das ist nicht Sinn des frei gewählten Abgeordneten. Wir haben nun die Möglichkeit im Parlament, diese Selbstentmündigung abzulehnen, und ich schlage vor, dass bei der Abstimmung über diese Frage der Fraktionszwang aufgehoben wird und dass jeder Abgeordnete wirklich selbst entscheiden kann, ohne Rücksicht auf die Meinung seiner Fraktion, ob er sie selbst entmündigen lassen will oder nicht. Eine Mehrheit ist übrigens aus meiner Sicht dann kaum vorstellbar. Zum dritten Punkt, zur DGB-Studie über die Tatsache, dass immer mehr Arbeitslose direkt nach der Beschäftigung ins Arbeitslosengeld 2 fallen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders, sondern es war ja im Sinne des Erfinders, dass man gesagt hat, nach Arbeitslosengeld 1 soll dann Arbeitslosengeld 2 erfolgen. Das Problem besteht darin, dass man innerhalb von 2 Jahren 12 Monate beschäftigt sein muss, um die Voraussetzungen für Arbeitslosengeld 1 überhaupt zu erlangen. An der Tatsache, dass die Zahl derer steigt, die direkt ins Arbeitslosengeld 2 abgeschoben werden, erkennen Sie, dass wohl immer weniger Menschen innerhalb von 2 Jahren eine Beschäftigung von 12 Monaten zustande kriegen. Das ist dem geschuldet, dass der Arbeitsmarkt nicht mehr funktioniert, sondern der Arbeitsmarkt immer mehr flexibel im Sinne der Arbeitgeber ist, aber immer weniger die Funktion erfüllt, dass Menschen vernünftig beschäftigt werden. Deshalb ist natürlich das erste Problem auf dem Arbeitsmarkt zu suchen. Wir brauchen entsprechende Regelungen, dass wir wieder vernünftige Beschäftigung erreichen. Das bedeutet, wir könnten uns über die Stellschrauben am Arbeitsmarkt unterhalten, um prekäre Beschäftigung zu verhindern. Wir machen den Vorschlag, dass wir prekäre Jobs teurer machen. Nämlich zum Beispiel dadurch, dass wir für Arbeitgeber doppelte Sozialbeiträge für prekäre Beschäftigung verlangen. Das macht auch einen Sinn, weil prekäre Beschäftigung eben öfter arbeitslos sind und damit dem Staat höhere Kosten verursachen, weil sie öfter krank sind und damit auch den Krankenversicherungen höhere Kosten verursachen. Insofern wäre es durchaus sinnvoll, dass die Arbeitgeber, die einseitig den Vorteil von dieser Art von Beschäftigung haben, dass die dann auch zu besonderen Bedingungen beschäftigt werden, nämlich zu höheren Preisen für die Arbeitgeber. Zweitens, es ist aus unserer Sicht notwendig, dass wir die Frist verlängern, in denen 12 Monate Beschäftigung erreicht werden müssen. Wir haben ja jetzt die 2-Jahres-Frist, würden wir die Frist auf 3 Jahre verlängern, wäre zumindest die Chance größer, dass innerhalb der 3 Jahre 12 Monate Beschäftigung erreicht werden würden, und dann würde Arbeitslosengeld 1 fällig werden können. Und dann hätten die Menschen auch was von dem, was sie selber einzahlen. Denn ich erinnere daran, wenn die ja Beschäftigung haben, zahlen sie auch ins Arbeitslosengeld 1 ein. Sie zahlen in die Bundesagentur für Arbeit ein. Dann hätten dann auch den Anspruch. Ich glaube, das wäre gerecht. Deshalb werden wir diesen Vorschlag weiter vorantreiben. Mein letzter Punkt, der Ausblick auf die französischen Präsidentschaftswahlen. Die Chancen für die Ablösung von Nicolas Sarkozy stehen in Frankreich äußerst gut.
Und damit wäre das Tandem Merkozy am Ende. Es ist eine Chance für eine neue europäische Antikrisenpolitik. Jean-Luc Mélenchon, der Kandidat der Front Gauche, ist mit gegenwärtig 15, 16, 17 Prozent notiert. Ein Erfolg bei den Umfragen, den bisher ihm niemand zugetraut hat. Und daraus folgt, wenn der Sozialist Hollande in die Stichwahl gewählt werden will, braucht er dessen Stimmen. Und damit muss er eine Verpflichtung eingehen. Er kann nicht nur links blinken und dann rechts abbiegen, weil sonst kriegt er die Stimmen von den Linken in Frankreich selbstverständlich nicht. Damit ist aber ein Signal gegeben, nämlich das Signal, dass es mit dem Kaputtsparen Europas von Merkel und Sarkozy ein Ende hat. Denn Hollande hat sich schon eindeutig positioniert, dass er das so nicht machen würde. Im Übrigen wäre das auch mit den Stimmen der Linken nicht möglich. Mélenchon ist ein Vorbild für die Linke in Europa. Die sozial gerechte Krisenbekämpfung ist Mittelpunkt seiner Kampagne. Die Alternativen für diese Politik bestehen darin, dass man tatsächlich deutlich höhere Besteuerung der Reichen macht. Das ist auch Position der Linken in Deutschland. Es ist die Einführung eines vernünftigen Mindestlohns. 1700 Euro im Monat ist im Prinzip affin zu dem, was wir als Linke in Deutschland fordern. Und er fordert ebenfalls, wie die Linke, dass die Banken und Energiekonzerne öffentlich kontrolliert werden müssen, ebenfalls wie eine strikte Kontrolle der Finanzmärkte. Wir sind da sehr ähnlich mit den Forderungen unserer Partnerorganisation in Frankreich. Und das Signal, das von Mélenchon ausgeht, heißt, wo die Linke geschlossen ihre Kernforderungen vertritt, hat sie auch Erfolge bei den Menschen und verändert die Politik. Und das werden wir uns auch zum Vorbild nehmen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Frau Küpper. Die Vermögensabgabe ist in der einen oder anderen Form derartig offen.